Ich kann mich gut an diesen Tag erinnern, wo mein Vater nach Hause kam und sagte zu meiner Mama: Ganymed, pack nur das Nötigste ein, wir müssen morgen schnell hier weg. Und da kann ich mich gut dran erinnern, weil es war ein sehr stressiger Tag. Gesichtsausdruck von meiner Mutter hat sich komplett verändert, man sah ihre Angst und genauso das Gleiche sah man auch bei meinem Vater. Und da wussten wir als Kinder: Oh, was passiert jetzt? Warum müssen wir denn jetzt hier weg? Wir haben es doch schön hier. Meine Eltern sehr, sehr schwer, die Heimat zu verlassen, ein Land zu verlassen, wo du dir alles aufgebaut hast, wo deine Kinder auf die Welt gekommen sind, wo du eigentlich ein glückliches Leben hattest. Zurückgelassen habe ich natürlich sehr schöne Erinnerungen an meine Kindheit im Kosovo. Das ist alles, was ich zurückgelassen habe. Ich denke mal, auch ein Stück Fröhlichkeit habe ich auch zurückgelassen, weil man dann ja auch vieles durchmacht, wenn man flüchtet. Das ist jetzt nicht so einfach, dass du jetzt im Flugzeug einsteigst, ja. Und du bist sicher und du weißt, du kommst auch sicher an, ohne Angst und ohne Sorgen. Sondern das war schon nicht einfach für uns drei. Ich kann mich gut an diesen Hausmeister erinnern, der immer sehr, sehr lieb zu uns Kindern war und versucht hat, uns so die Angst zu nehmen, obwohl er gesehen hat, oh, die Kinder sind sehr ängstlich, ich versuche das mal auf eine andere Art und Weise. Es gab dann immer entweder so eine Süßigkeit von ihm oder ein Spielzeug, was er uns immer mitgebracht hat. Also an diesen Herrn werde ich mich immer erinnern. Ich würde sagen, es hat mich sehr geprägt, weil es hat mich zu einer starken Person gemacht, zu einer sehr selbstbewussten Frau. Ich habe in meiner Kindheit sehr viel erlebt. Es hat mich schon sehr geprägt und wie gesagt, es hat mich einfach weitergebracht und halt so eine Kämpferin. Ich war schon immer eine Kämpferin. Natürlich ab und zu mal in der Kindheit, da gibt es ja immer, ja, wenn du dich in der Schule mit jemandem streitest, dann kommt mal so ein blöder Spruch. Geh zurück dahin, wo du herkommst oder sowas. Aber sonst muss ich ehrlich sagen, fühle ich mich, seitdem ich hier bin, schon immer herzlich willkommen. Ich kann nur eins sagen, dass ich sehr, sehr froh bin und stolz bin, dass ich hier in Deutschland bin, dass ich hier aufgewachsen bin, dass die Leute mich so toll empfangen haben und mir Deutschland so eine tolle Zukunft geboten hat. Von daher kann ich nur sagen, gebt ihnen eine Chance, die haben es verdient. Das sind auch nur Menschen wie wir, die Hilfe brauchen.